Reichen 8.500 Schweizer Franken pro Monat nicht mehr aus für eine Familie mit einem Kind? Ich bin etwas schockiert und das seht ihr sicherlich hier in dem Thumbnail. Denn ich habe es nicht geglaubt. Heute habe ich ein Video gefunden, was im Februar von 20 Minuten veröffentlicht wurde. Und das schauen wir uns heute gemeinsam an und wir reagieren drauf. Wenn euch sowas interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt geht's los. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal hier auf YouTube. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, hier sprechen wir über die Einwanderung in der Schweiz, aber auch Löhne und Gehälter in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Und heute machen wir ein Reaktionsvideo, denn ich war ein bisschen schockiert, als ich dieses Video gefunden habe im Netz von 20minuten.ch, wo eine Familie ein Video gedreht hat oder interviewt wurde und sie behaupten, dass 8.500 Schweizer Franken nicht mehr ausreicht oder es sehr, sehr knapp ist, um in einem Monat durchzukommen. Es bleibt anscheinend nichts mehr übrig am Ende des Monats. Und das wollen wir uns anschauen und wir reagieren live auf diesem Video. Also wenn euch sowas gefällt, gib doch ein Like, wenn du neu auf dem Kanal bist, abonniere den Kanal und in Zukunft werden wir weitere solche Videos herstellen. Und wenn euch solche Reaktionsvideos wirklich gefallen, dann noch einen doppelten Like. Nein, Spaß beiseite. Lasst uns direkt starten. Artikel heißt, ab einem gewissen Einkommen lohnt es sich kaum mehr zu arbeiten. Und wir waren etwas schockiert, aber lasst uns direkt starten und wir reagieren einfach auf diesem Video. Also. Von Monat zu Monat lebst. Momentan überall teuer. Bei mir ist es echt sehr gut im Fall. Überlege, jetzt sollte man noch einen Nebenjob machen oder nicht. Oder? Arm ist man dann, wenn es um die Steuern zahlen müssen, aufs Essen verzichten. Die Rechnungen nicht und dann alles eigentlich abziehen und dann mit dem Rest musst du bis Ende Monat leben. Und, ja. Armut trotz Arbeit. Working Poor nennt sich das Phänomen, das auch in der Schweiz immer präsenter wird. Working Poor nennt man Menschen, die zwar Vollzeit erwerbstätig sind, trotzdem das Geld aber nicht lang, um den normalen Lebensunterhalt zu finanzieren. Das durch die steigenden Kosten in der Schweiz. Okay, und da möchte ich reagieren, denn ich habe vor einiger Zeit bei Instagram, wenn ihr noch nicht im Instagram uns folgt, unten ist der Link, und hier habe ich nämlich behauptet, dass zwischen 4.000 und 5.000 Schweizer Franken es ausreicht, in der Schweiz zu überleben. Und das ist ja grundsätzlich unsere These, wo wir sagen, ja, 5.000 Schweizer Franken als Single ist gut und als Familie sollte man insgesamt 100.000 Schweizer Franken haben und man wird sehr komfortabel leben. Aber hier sagen sie, ja, das schauen wir uns gleich an, ja, das ist anscheinend trotzdem beide arbeiten, ist es anscheinend schwierig, aber lasst uns starten. Die Caritas schaut sorgvoll in die Zukunft. Sie geht von einer sozialpolitischen Zeitbombe aus. In dieser Reportage treffen wir auf Vicky. Sie ist 31 und eine junge Mami. Sie wohnt mit ihrem Partner und ihren zwei kleinen Kindern in Zürich, wo sie zu vierten in einer 3,5-Zimmer-Wohnung wohnt. Beide. Okay, also zwei Kinder, 3,5-Zimmer-Wohnung in Zürich. Und beide sind 100% berufstätig. Das ist interessant. Sind 100% berufstätig. Er schafft in der Verwaltung eines Dienstleistungsbetriebs und sie hat ein Schuhgeschäft. Zusammen verdienen sie rund 8.000 bis 9.000 Franken im Monat und gehören so offiziell zum Schweizer Mittelstand. Trotzdem langt ihnen ihren zwischen 8.000 und 9.000 Schweizer Franken pro Monat und gehören zum Mittelstand. Das heißt, dass der Mittelstand ja, im Grunde genommen alle Probleme haben, zu überleben. Das ist ja eigentlich, was es heißt, wenn die schon Probleme haben. Und wir wollen jetzt, was gut ist in dem Artikel oder was gut ist in diesem Video, wir sehen dann auch wirklich eine Aufstellung der Kosten. Und das wollen wir jetzt anschauen. Lohn nur knapp, um alle Fix- und Lebensunterhaltskosten zu bewältigen. Wir besuchen sie daheim und reden mit ihr über ein Thema, wo in der Schweiz keiner so richtig wird darüber reden. Finanzen. Also finanziell finde ich einfach, sind wir sicher gut da, aber am Schluss vom ganzen Lohn, den wir zusammen haben, geht dann recht viel weg. Also wir wohnen in einer 3,5-Zimmer-Wohnung und es ist eine Genossenschaftswohnung. Ich bin sehr dankbar dafür. Die ist zwar bezahlbar, aber... Also in einer Genossenschaftswohnung wohnen die, 3,5 Zimmer. Eine Genossenschaftswohnung, für die, die es nicht wissen, ist einfach eine subventionierte Wohnung. Und ich wundere mich hier, sie sagt, es ist bezahlbar, diese Genossenschaftswohnung, aber sind auch teilweise an der Grenze. Aber wir wollen gleich mal sehen, wie viel es kostet. Aber
die Genossenschaftswohnung. Ich kenne einige Leute in der Stadt Zürich, die eine Genossenschaftswohnung haben und die bezahlen 1500 Schweizer Franken und sie haben eine 3-4-Zimmer-Wohnung. Und man muss auch sagen, klar, das ist nicht der beste Standard, aber sie sind günstig, diese Wohnung. Wirklich, ja, an der Grenze. Und finanziell ist es halt dann schon eng, muss ich sagen. Also man ist irgendwie wie, wenn man will sagen, von Monat zu Monat lebst. Zwar hat man alles und es sieht immer schön aus. Also eben, sie gehen in die Kita, wir gehen beide arbeiten. Also, jeder würde meinen, oh, wir haben viel zu viel Geld eigentlich. Aber das ist es ja nicht. Konkret sehen ihre Ausgaben monatlich folgendermaßen aus. Für die Miete zahlen sie 2'000 Franken. Die Kinderbetreuung ist ca. 2'200, Strom ca. 80 Franken, Hobbys und der Sport für die Kinder 300 Franken, Krankenkassen sind rund 1'200 Franken, Telefon und Internet 200, Benzin 600 Franken, Steuern ca. 400 Franken, Versicherungen 200 Franken und für Lebensmittel und Hygiene geben sie rund 700 Franken im Monat aus. Sie kommen so monatlich auf rund 7'880 Franken auf. Okay, jetzt das schauen wir uns nochmal an. Also das ist hier ganz wichtig. Hier steht Einkommen 8.500 Schweizer Franken. Hier muss man sagen, das ist nicht, nicht das Bruttoeinkommen, sondern das Einkommen, sagen wir mal, netto für die Schweizer. Und netto für die Schweizer heißt ohne Steuern. Das heißt, die Steuer muss noch abgezogen werden. Und das habt ihr eine Position Steuern 400 Schweizer Franken, was sehr günstig ist. Aber das ist einfach wegen der zwei Kinder, die sie halt haben. Das heißt, ungefähr sind sie, ja, ich denke mal, über 9.000 Schweizer Franken brutto oder sogar ein bisschen mehr. Und ihr seht, Wohnung, wenn ich mir die ganzen Positionen hier anschaue, schockiert mich jetzt nichts. Und wenn ich jetzt alles zusammenzählen würde, wenn ich da auf 7.880 bin, dann muss ich schon sagen, ja, schon viel. Ja? Also zwei Arbeiten, 100%, da finde ich das Lohnniveau eigentlich tief. Also wenn beide arbeiten, ungefähr 10.000, nehmen wir mal 10.000, ich weiß jetzt nicht, wie viele Sozialabgaben abgezogen werden, aber das heißt 5.000 jeder. Das ist jetzt unter Durchschnitt. Ja? Das heißt 10.000 für die gesamte Familie. Minus Sozialabgaben hat man 8.500 Schweizer Franken verfügbar. Jetzt reduzieren wir noch die Steuern, sagen wir mal 400, also 8.100 Schweizer Franken verfügbar. Die Wohnung 2.000 finde ich recht teuer für eine Genossenschaftswohnung in Zürich. Okay, sind anscheinend die Preise auch gestiegen. Dann Kindergarten und Kita 2.200. Ist natürlich mega viel mehr als die Wohnung pro Monat, aber so ist das halt. Wenn beide arbeiten wollen, dann muss man natürlich Kita- und Kindergartenkosten einplanen. Dann haben wir Strom, 80 Schweizer Franken, finde ich etwas viel für eine Familie, aber gut, pro Monat ist das viel. Kinderhobbysport 300, okay, Krankenkasse 1200, finde ich auch recht hoch, weil pro Kind mit den besten Tarifen, keine Franchise etc. sind wir bei 140, das macht 280 für die zwei Kinder. Das heißt, die Eltern haben 450 bis 500 Schweizer Franken die Krankenversicherung und das finde ich hoch. Sie haben halt wahrscheinlich eine Franchise, die 300 Schweizer Franken, weil sie oft zum Arzt gehen. Aber ganz ehrlich, ich muss dann sagen, okay, ich bin ja der Meinung, immer unter 40 ist man nicht krank. Kann man eigentlich eine hohe Franchise nehmen? Klar, wenn man eine Krankheit oder historisch Probleme hat, dann nimmt man natürlich eine Franchise mit 300 Schweizer Franken. Aber wenn man eine gesunde Person ist, dann kann man ruhig die Franchise für 2.500 Schweizer Franken nehmen und da kostet die Versicherung vielleicht 300, 350 Schweizer Franken Maximum. Also hier könnte man wirklich sparen. Telefon, Internet 200 finde ich viel. Also Benzin 600, gut, kommt drauf an, wie die Person pendelt, was für Ausgaben sie hat fürs Auto. Steuern 400, wie gesagt, ist fast gar nichts. Das ist super. Versicherung 200 ist hier Haftpflicht wahrscheinlich. Rechtsschutzversicherung haben sie und so weiter. Lebensmittel, Hygiene 700 finde ich jetzt auch nicht übermäßig für eine Familie. Also 7.880 ist heftig, aber die Position Kinder und Kita ist natürlich sehr, sehr hoch. Wohnung ist klar hoch, aber ist so in der Region Zürich wahrscheinlich und Krankenkasse. Das sind so die drei Positionen, wo ich sagen würde, da kann man optimieren, wenn einer vielleicht nicht arbeiten geht, etc. Schauen wir weiter. Belastet die Situation vor allem das Finanzielle? Ich muss schon sagen, ja. Ja, also es hat sicher Zeiten gegeben, wo ich gefunden habe, wow, jetzt müssen wir ein bisschen schauen, jetzt haben wir vielleicht mehr ausgegeben, als wir wollen. Zum Sparen für PK und Eigenheim muss ich einfach sagen, nein, überhaupt nicht. Also null, niente. Ja gut, Pensionskasse, klar, das sind diese 600, die man reinschießen kann jedes Jahr pro Person. Ist schwierig natürlich in der Situation. Eigenheim, da überhaupt nicht klar. Also wenn man in Eigenheim investiert, da hat man ja keine Miete. Also da zahlt man die Hypothek natürlich, den Zins
und der ist wahrscheinlich um diese Summe. Also die Aussage ist etwas eigenartig. Einfach, es ist zu eng. Für die Vicky und ihren Mann ist es trotz finanzieller Engpässe wichtig, alles Mögliche in die Erziehung und die Förderung von ihren Kindern zu investieren. Darum sparen sie lieber an anderen Orten. Also wir schauen auch daheim zum Beispiel wegen dem Einkaufen, Lebensmittel und so. Jetzt ist gerade frisch eingekauft, darum sieht es so voll aus. Aber normalerweise sieht es nicht immer so voll aus, weil wir ja nicht viel daheim sind. Ich bin zwar ein Migros-Kind, aber ich gehe gerne Früchte und alles auch im Aldi und Lidl posten. Ja. Also sie sagt, sie hat nicht so viel im Kühlschrank, weil sie nicht oft daheim sind. Ja, wo sind die denn? Okay, sie gehen arbeiten, klar, aber dann habe ich trotzdem am Abend immer noch meine Sachen für meine Kinder und so weiter. Gut, das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite, sagt sie, dass sie in Aldi und Lidl geht, heißt ja nichts. Klar, es ist günstiger, weil die ein anderes Konzept fahren als Migros und Coop, aber die Produktqualität ist eigentlich auch genau gleich. Ja. Es ist günstiger, ich muss auch sagen, bei den Obstsachen, das haben wir auch gemerkt. Also ich finde auch, Emmetjo ist voll okay, es muss nicht immer alles... Übrigens, ich sehe da eine Champagnerflasche und eine Wasserflasche San Pellegrino, nicht die günstigsten, aber gut. Ja, das überteuerte sie, ja. Findest du schade, dass man so wenig darüber redet? Also 100% glaube ich daran, dass es ein Tabuthema ist. All die Abrechnungen, habe ich das Gefühl, schämen sich die Leute eigentlich zu zeigen. Und ich habe das Gefühl, wenn man das ein bisschen in die Öffentlichkeit bringt, und ein bisschen mehr darüber redet, wird es für die einen auch einfacher. Ja, das ist so. Also man sollte schon transparenter, auch offener darüber reden. Aber viele Leute glauben, leben in einer Blase und denken, dass diese Armut oder diese Schwierigkeiten, die es in der Schweiz gibt, auch tatsächlich bei sehr vielen Familien und bei sehr vielen Einzelpersonen, dass es anscheinend, dass es nicht existiert in der Schweiz. Ich sehe das anhand der Kommentare, dass die Leute sagen, Mensch, unter 6.000 verdient doch, würde ich ja gar nicht aufstehen, etc. Das gibt manchmal solche Aussagen. Das sind Leute, die haben einen bestimmten Betrag, die wissen gar nicht, wie die Realität ist. Und jetzt ist die Frage, was ist die Realität? Sind die hohen Löhne über 10.000 die Realität oder der Medianlohn, wissen wir, es ist zu ungefähr zwischen 6.000 und 700, ja? In Zürich deutlich höher. Aber trotzdem, das heißt nichts, es gibt so viele, die auch deutlich drunter sind und die muss man natürlich auch bedenken, dass die es sehr, sehr schwierig haben, die sogar auch manchmal 2 oder 3 Jobs haben. Ja? Achtung. Macht das auch einen Druck. Und darum finde ich, das sollte man ein bisschen auflockern und sagen, hey, es geht eigentlich allen gleich. Das Leben in der Schweiz ist durch die Inflation teurer geworden. Laut den Zahlen vom Bund ist die Teuerung im Jahr 2022 um 2,8%. Ja, okay, da habe ich sowieso immer Schwierigkeiten. Inflationszahlen, vergisst es. Glaubt nicht diesem Schwachsinn, der man erzählt wird, 2,8%. Wir schauen gleich ein paar Produkte an, die man eigentlich wirklich braucht und schaut euch die Preise an. Schaut ihr das an? Die Corona-Pandemie und der darauffolgende Ausbruch vom Ukraine-Krieg im Februar hat die Inflation zusätzlich verschärft. Okay, verschärft, aber das sind nicht die Gründe. Die Gründe sind ganz einfach, die Zentralbanken drucken Geld bis zum Maximum und deshalb gibt es halt Inflation und das Geld ist weniger wert. Das Geld verliert auch Wert. Wer heute für 100 Franken einkaufen geht, kommt für sein Geld weniger über als noch vor einem Jahr. Am stärksten sind die Preise für Erdöl, Gas und Energie gestiegen. Aber auch für Lebensmittel muss man vermehrt tiefer ins Portemonnaie greifen. Beispielsweise sind Teigwaren zwischen Dezember 2021 und Dezember 2022 rund 5,1% teurer geworden. Butter ist rund 9,5% teurer und Eier ganze 14%. Wir sind unterwegs. Das sind die Produkte, die man braucht. Butter, Teigwaren etc. Und ihr habt gesehen, alles ist über 5%, 10-14%. Und da will man mir erzählen, dass die Inflation 2,8% ist. Leute, steht auf. Oder wacht auf, sagt man ja. Sind Caritas-Märkte in Oerlikon, wo man Lebensmittel zu günstigeren Preisen wie im regulären Detailhandel bekommt. Hier treffen wir Andreas Reinhardt. Er ist Mediensprecher von der Caritas und erklärt uns, wie die Armutssituation momentan in der Schweiz aussieht. Arm ist man dann, wenn das Geld, das reinkommt, einfach nicht langt. Das ist recht einfach gesagt. Also wenn Sie eine Zahnarztrechnung bekommen von 2'000 Franken und hinten und vorne nicht wissen, wie Sie die zahlen wollen, wenn Sie zum Steuern zahlen müssen, aufs Essen verzichten, dann trifft das zu. Man geht davon aus, dass etwa 1,3 Millionen Menschen in der Schweiz auf die eine oder die andere Art ein Armutsissue haben. Wir gehen davon aus, dass die Zahl wird steigen wird, weil es wird alles teurer. Gleichzeitig gibt es immer noch keinen vernünftigen Mindestlohn. Da gibt es sicher noch einiges zu tun. Es gibt keinen Mindestlohn. In einigen Kantonen ja, aber es gibt
keinen Mindestlohn und da wird es auch keinen vernünftigen geben können. Ne? Finanzarmut und Scham sind nahe beieinander. Das ist uns nicht nur in der Recherche, sondern auch immer wieder bei den Dreharbeiten aufgefallen. Wir treffen auf Adriana. Sie ist 70 und von Altersarmut betroffen. Sie kommt einmal in der Woche hier posten. Ist es tatsächlich so, dass Sie auch darauf angewiesen sind, zum hier posten zu kommen, weil es zu teuer ist in anderen Läden? Ja, weil sonst könnte man sich das vieles eben nicht so leisten. Mhm. Und so kannst du sagen, okay, mal, ich finde das positiv. Also dass man unterstützt wird. Also. Und auch für Halima, die eine Hauswirtschaftslehre macht und zwei Kinder hat, sind die steigenden Lebensmittelpreise vermehrt eine Belastung für ihr Budget. Momentan überall teuer. Das ist für mich so viel momentan. Wenn heute ist gut, dann schauen wir morgen was. Zukunft, ich schaue wirklich nicht. Viele Menschen, die wir hier treffen, leben von Monat zu Monat. Wir treffen aber in Zürich auf einer Strassenumfrage auch Menschen, wo das Gegenteil der Fall ist, uns finanziell gut geht. Ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es echt sehr gut im Fall. Würde ich so eine Zahnarztrechnung von 2000 Franken zum Beispiel den Monat total aus der Bahn werfen? Wenn ich ehrlich bin, nein. Weil ich habe recht früh angefangen, also recht früh angefangen zu sparen. Und, eine Familie gründen? Also mit meinem Lohn würde es für mich alleine schon reichen. Wenn ich jetzt eine Familie gründen würde mit zwei Kindern oder mit einem Kind. Ja, genau. Also ich muss sagen, es kommt immer auf die Kostenstruktur an. Der hat zum Beispiel schon gespart in der Vergangenheit und deshalb kann er dann solche großen Rechnungen wie Zahnarzt etc. dann bezahlen von 2000 Schweizer Franken. Wenn er diese Ersparnisse nicht hätte, wäre es wahrscheinlich auch für ihn schwierig. Ja? Also es kommt immer auf die Situation an. Er hat sich gut verhalten in den vergangenen Jahren, hat einfach gespart. Und die Leute, die natürlich von Monat zu Monat arbeiten oder leben, die haben natürlich Mühe. Ich kann sagen, alles in allem geht es für mich auf. Ja, mit Verhältnis, also Lohnverhältnis, Wohnkosten, Fixkosten. Ja, absolut. Aber auch hier, nicht allen geht es finanziell so gut. Ich bin verheiratet, 3 Kinder, ja. Es ist knapp. Man muss überlegen, sollte man noch einen Nebenjob machen oder nicht. Oder? Schafft deine Partnerin auch? Ganz wenig. Also, weil wir können es uns nicht leisten, jetzt noch Kinder im Kindergrippe schicken und ja, alles andere. Ja, das ist einfach der Punkt in der Schweiz. Entweder arbeiten beide und man schickt die Kinder in die Krippe und man muss viel bezahlen oder einer bleibt zu Hause, sei es der Mann oder die Frau. Aber das zeigt ganz klar, die Subventionen hier für Krippekosten etc. sind kaum, ja, bei sehr tiefen Löhnen gibt es eine Subvention, aber bei denen, die einen bestimmten Level erreicht hat, was schnell erreicht ist, die bekommen halt keine Subvention. Ich ist auch bei der Vicky und ihrem Mann das Thema. Sie können es sich nicht leisten, beide Kinder Vollzeit in eine Kita zu gehen. Darum nimmt sie ihre Tochter mit, um zu arbeiten. Wir begleiten sie, um ihre Tochter in der Kita abzuholen. Ah, schau so. Hey, hey! Gehen wir arbeiten, Julia? Oh, sie liebt. Ja, 2200 Schweizer Franken für zwei Kinder, Kinderkrippe und Kindergarten. Ich weiß jetzt nicht, die zahlen jetzt nur ein Kind. Aber das ist natürlich nicht viel für zwei Kinder. Und sie nimmt das Kind dann zur Arbeit, was positiv ist, aber das können natürlich nicht auch alle Leute. Ja? Das akzeptieren natürlich die Arbeitgeber nicht alle. Ich habe noch nie gehört, dass ein junges Mami tatsächlich ein Kind mitnimmt. Das macht, ja, ich kenne keinen. Kannst du für das über, oder? Nein, ich muss sagen, ich habe viel mehr Lob bekommen als gedacht. Alle haben gesagt, wie schaffst du das einfach? Tönen ist ja einfach, aber das musst du wirklich, ja, musst Kraft haben. Normalerweise ist Vicky allein mit ihrer einjährigen Tochter im Schuhgeschäft. Heute aber ist auch ihr Mann, der Ivan, vor Ort, zur Unterstützung. Oh, oder weißt du was? Machen ja auch die Heim so Budgetplanung oder so irgendwie? Nein. Die Rechnungen nehmen und dann alles eigentlich abziehen und dann mit dem Rest musst du bis Ende Monat leben. Und, ja. Wirklich jetzt nicht für arbeiten, wird die finanzielle Belastung ja auch grösser werden für dich, oder? Natürlich wäre die finanzielle Belastung noch grösser, wenn sie nicht arbeiten würde. Das ist klar. Wir schauen da ein bisschen miteinander. Das Ziel ist ja immer, dass die. Ist das wirklich so, wenn eine Person nicht arbeitet, aber dann hat man ja keine Krippekosten und Kita-Kosten mehr? Ist die Belastung dann für die andere Person höher? Ich bin mir gar nicht sicher. Schreibt es doch in die Kommentare, das würde ich gerne wissen, wie es bei euch ist. Wie organisiert ihr euch oder wie macht ihr es in Deutschland? Das ist ja eigentlich das Gleiche auch. Schreibt es uns doch in die Kommentare, ich bin mir nicht sicher, ob das so ist.
dein Kind besser lebt, als du mal gelebt hast oder in deinen jungen Jahren. Oder, ja. Wie die Teuerung sich in Zukunft in der Schweiz entwickelt, frage ich beim Wirtschaftsexperten Tobias Straumann. Der Mittelstand fängt in der Schweiz nicht an zu bröckeln. Dafür ist die Inflationsphase in der Schweiz zu harmlos und zu kurz. Vieles hängt vom Teuerungsausgleich ab. Die meisten Leute haben dieses Jahr höhere Nominallöhne. Wenn die Inflation wie erwartet dieses Jahr sinkt, müssen wir nicht befürchten, dass es für die Leute finanziell schwieriger wird. Ja, für mich ist es so ein Bubble-Denken auch wieder. Der Typ, der denkt, dass die Nominallöhne steigen, höhere Nominallöhne bekommen und die Inflation schnell wieder nach unten geht. Ja. Ja, Inflation ist wie gesagt ein Topf, ein Warenkorb von verschiedenen Produkten. Die Produkte, die wir brauchen, die sind gestiegen und die Preise werden nicht einfach wieder fallen. In diesem Sinne sieht es in der Schweiz gut aus. Die Lage ist also alles andere als dramatisch. Die Vicky und Ivan wünschen sich für die Zukunft auf jeden Fall, dass sich die finanzielle Situation für die Menschen in der Schweiz nicht verschärft. Und vor allem, dass junge Familien mehr finanziell entlastet werden. Okay, also der letzte Satz ist gut. Es gibt ja auch verschiedene Initiativen, wo die Familien wirklich entlastet werden müssen. Die Schweiz muss etwas tun, um die Familien zu entlasten. Ja? Finanziell, aber auch, vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten. Aber was denkt ihr, was an diesem Beispiel hier, für mich war es ein bisschen schockierend, weil ich diese Zahl gesehen habe, 8.500 Schweizer Franken reicht nicht mehr aus. Das ist ja mehr als 100.000 Schweizer Franken pro Jahr. Und ich war der Meinung, dass man mit 100.000 Schweizer Franken pro Jahr mit zwei Kindern eigentlich gut leben kann. Und scheint so, dass ich mich täusche oder sie, aber wenn ich mir so die Kostenstruktur anschaue, dann bin ich gar nicht mehr so, wo ich sage, ist ja komplett verrückt. Ja? Es gibt Positionen, wo man einsparen kann, das ist klar, aber es gibt auch Bereiche, zum Beispiel, die haben eine Genossenschaftswohnung, wenn man in der Stadt Zürich mit zwei Kindern ist und eine 4,5-Zimmer-Wohnung will, ja, dann ist man so locker bei 3.000, das heißt, dann ist nur mal ein Tausender mehr. Krankenversicherung haben wir gesehen, da kann man sicherlich einsparen. Und bei Nahrung etc. nicht, weil die geben nicht so viel aus. 700 Schweizer Franken für Nahrung, für Lebensmittel und für Hygiene finde ich gar nicht so hoch. Also ich fand es interessant, ich bin schockiert von der Zahl, aber wenn ich mir das Budget anschaue, sage ich ja. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es viel Einsparungsmöglichkeiten gibt. Was meint ihr? Schreibt es in den Kommentaren. Ich würde mich sehr freuen, um zu sehen, was ihr dazu meint. Wenn euch so was gefallen hat, so ein Video, so ein Reaktionsvideo, können wir das öfters machen. Dafür bitte ein Like geben, damit ich weiß oder kommentiert es, dass ihr es wirklich mögt. Also ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid und bis bald. Ciao.